Yo, Freunde. 4-3. Sieht ganz einfach aus, das Level. So drei von diesen Feuerdingern erstmal. Okay, nein, wir haben es erstmal. Ja, doch. Also, der Anspruch ist hoch. Oh Gott, das... Nee, konnte nicht gut ausgehen, der Sprung. Hilfe, ey, wie schwer das Spiel ist. Aber naja. Es ist definitiv nichts für Anfänger hier. P-Switch. Nehmen oder drücken? Drücken müssen wir wohl. Wow. Okay, auf Zeit jetzt hier durch so einen Monsterweg durch. Ah, oh, gut, hab ich nicht erwischt. Jetzt hätte ich echt gern einen Checkpoint, weil guckt euch mal dieses Chaos hier an. Okay, hab mal wieder einen Pilz. Man hört so ein Echo oder so teilweise. In den Bergen. Die Musik ist aus Super Mario Land 2. So, 1000 Feuerbars. Wie heißen die auf Deutsch? Feuerketten? Keine Ahnung. Ja, das habe ich kommen sehen. Dass auf einmal das dort ist. Bitte mehr Power-Ups. Oder Ziel. Besser. Boah, geschafft. Voll schwer, ey. Boah, dieser Typ, ne? Der diesen Hack gemacht hat. Keine Gnade. Oh, jetzt sind wir bei 99 angekommen. Ja, wir werden immer noch nicht erfahren, was der Bonus ist. Es geht wieder mal in ein Geisterhaus. Ja, yeah, die Freude ist groß. Ihr wisst, wie die Geister also in diesem Spiel sind. Die sind ein endloses Chaos. Boah, da ich noch nicht getroffen wurde. Ein Wunder. Scheiße. So, jetzt sind wir erstmal drin. Boah. Ja, und keine Ahnung, ob man hier zwei Ausgänge wieder hat, ne? So, also grafisch sieht das ja immer ganz cool aus, so New Super Mario Bros. Mäßig, ne? Aber... Ach, die Levels sind echt undankbar. Ja, es geht natürlich da hinten weiter, aber es ist nur für eine Yoshi-Münze diesmal. Tja, dann ist das wohl die echte Tür. Sind wieder draußen. Boah, ganz schön viele Geister. Einfach hier drauf. Eine Ranke, die auch oben führt. Kein Pilz oder sowas für mich. Es gab mal wieder gar kein Power-Up, ne, in diesem Level. Also, man kriegt echt sehr wenig einfach so. So, die Yoshi-Coins, die kriege ich ganz gut eigentlich. Oh Gott. Oh Gott, nicht sowas. Das geht nie gut aus. Oh, nee. Ich versuche, also man muss in Bewegung bleiben, um die höchsten Überlebenschancen zu haben hier. Gut, einfach rein. Jetzt bin ich hier. Ziel. Okay, wir haben es geschafft. Es gab kein einziges Power-Up, aber ich habe keine Ahnung, ob es ein Secret gibt. Müsste ich leider suchen gehen, weil es hier nie angezeigt wird. Bonus-Game. Das ist das ganz normale. Okay, nichts Besonderes. Ist halt so einen kleinen Grafikfehler. Guck mal oben. Boah, aber dafür haben wir... Ja, perfekt. Ist gemacht. Tja, 8 Leben, oder? Wie viel waren das jetzt? Yeah, cool. So, also ich... Es könnte das sein, ein Secret Exit? Nicht, dass das dann oben dahin führt. Wisst ihr, auf diese Insel? Boah, weiß ich nicht. Aber... Keine Ahnung. Ich werde mal irgendwann gucken und euch dann Bescheid geben, ob ich... erfolgreich war in der Suche oder ob es einfach nichts gibt, ne? So, hier mache ich einfach den Klassiker einfach oben lang. Da könnt ihr mal zusehen. Die ganzen Gegner, haha. Yeah. Zumindest bis hierhin. Dann das Ende. Ah. Okay, dann komm du mal her. Ich wette, da ist eh eine Feuerblume drin. Ah, oh, toll. Stern. Okay. Das ist natürlich eine geile Sache. Dass hin und wieder mal so ein Stern, nicht Parcours, aber so eine Zone eingebaut wird in diesem Spiel. Ja, schon vorbei. Ich denke mal, die Musik, die... Oh, cool.
denke mal, weil die Musik, dass sie noch weitergeht. Ich denke, dann Stern läuft noch, aber dann ist er doch schneller vorbei, als ich denke. Ah, den erwische ich nicht ganz. Oh, okay. Dinos. Also hier könnte ich theoretisch auch wieder oben lang, aber jetzt habe ich es irgendwie mal nicht gemacht und hier ist eh dann vorbei. Mit oben lang laufen. Jetzt aber wieder. Yeah! Der Spaß geht weiter. Zumindest bis hierhin. Theoretisch könnte ich mich auch, glaube ich, so in die Wand reinbohren, dass ich da nicht mehr rauskomme. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, es geht hier weiter. Tja, nicht Ende. Aber hier Ende, oder? Hier Ende, okay. Lalala, ich laufe nochmal zurück. Warum laufe ich immer zurück, fragt ihr? Deswegen. Weil der kleine Gonner mit ins Ziel kommt. Was ich natürlich auch ein bisschen blöd finde, ist, dass es manchmal das Super Mario World Ziel gibt und manchmal die Super Mario Brothers Ziel mit der Fahne, was ja an sich nicht schlimm ist, aber wenn es hier schon ein Bonus-Game gibt, dann kann man hier nur manchmal das bekommen. Ist hier so, nicht immer hat man die Gelegenheit. So, Fortress 2 direkt. Oh, das heißt ja direkt im letzten Part haben wir Fortress 1 gemacht. Und es ist ein Super Mario Bros. 2 Cave. Oder eine Cave. Ach, scheiße. Genau, falsch gesprungen. Bitteschön. Ach, ich kann die tatsächlich aus dem Boden rausziehen. Boah, gut umgesetzt. Moment. So und so, damit ich auch Feuerblumen habe. Oft in Mario X gibt's die, aber da kann man die gar nicht ziehen, sondern sind die einfach nur. Also ich muss mich auch tatsächlich ducken und dann. Moment, den will ich aber auch. Ja. Ich kann tatsächlich da drauf stehen und dann darunter. Ja, okay. So, jetzt haben wir es hier wohl geschafft. Ach, ist zu spät gesprungen. Oh, er verfolgt mich. Tja. Versuchen wir hier hochzukommen. Klettern können die nicht. Tja. Ich mag die Musik. Ist natürlich auch original. Also, gut. Auch Super Mario Bros. 2 nicht so nachgemacht in Mario World. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Ist nicht so geil. Also, vielleicht nicht von diesem Lied, aber generell von Musik, die aus Original Super Mario Spielen auf der Super Nintendo halt stammt. So, und wirklich schwer ist das ja bis jetzt noch nicht mal. Es ist sogar ganz spaßig. So, jetzt muss ich hier gucken wegen den Igeln, aber kriegen wir schon hin. Die sind schwarz, nicht lila. Wie man die sonst kennt. Wow. Okay. Hä, und was ist da rechts? Oh, eine Yoshi-Münze ist ja toll. Komm, nehmen wir die mal. Ja. Ich krieg sogar Items in diesem Level. Als wäre das ein ganz anderer Mensch, der das hier gemacht hat. Nicht dieser eine, ich stelle dir gar keinen Power-Up zur Verfügung, versuche mal durch dieses Höllending zu kommen. Und dann gibt es manchmal diesen, ey, guck mal, ich baue ein Super Mario Bros. 2 Level. Das wird dir bestimmt Spaß machen. Kerl, so. Immer anders. Dementsprechend variiert auch mal. Oder schwankt vor allem auch immer der Schwierigkeitsgrad. Ja, toll, ich hätte zuerst links lang gemusst. Oh, fuck, da ist er wieder, der Bastard vom Kerl. Scheiße, ey, nee. Oh, runter ist ja noch viel schlimmer als hoch. Woher weiß ich denn, wo Stacheln sind und wo nicht? Oh, was für ein Scheiß hier. Toll. Nochmal runter. Man hätte nicht eine Textbox oder so machen können, nein. Wo man irgendwie mal einen kleinen Hinweis drauf gibt. Ich dachte, ich kann mir einen Weg aussuchen oder so. Keine Ahnung. Aber von wegen. Da ist das Ding. Oh, der wird mich verfolgen. Oh, scheiße. Okay. Werde ich hier von irgendwas getroffen? Ich hoffe nicht. Ne, Glück gehabt. So, und jetzt nochmal den Weg hier hoch. Während ich von einem Phantom verfolgt werde. Da ist er. Okay, mehr Anspruch hier. Ah, komm schon. Natürlich cool umgesetzt. Oh, fuck. Aber der Frustfaktor ist trotzdem hoch. Nicht. Ah, und weg. Boss? Anscheinend. Kein Item. Wo ist der Boss? Es ist noch gar kein Boss. Oh, fuck.
ja, erinnert echt so an das letzte Schloss aus Super Mario Bros. 2 tatsächlich auch. Ist jetzt nicht nachgebaut. Oh, fuck. Ah, ich muss ja mal hoch. Aber nicht sterben jetzt. Okay. Wow. Gott, Schock. Ja, mein Item ist natürlich weg, ne? Ja, ist ja klar. Safe State erstmal. Ich glaube, er ist der Boss. Boah, fuck. Ja, komm her. Boah, ein Treffer. Sitzt. Zwei Treffer. Drei Treffer. Der hält einiges aus. Mist. Komm schon. Vier. Boah, die goldene 5 muss doch sein, oder? Ja, nein. Ja, sogar die Zeit geht mir aus. Wow. Ist ja gar nicht verglitscht. Aber ich bin dran. Und es kommen noch mehr Bosse. Ich mache jetzt noch einen Safe State. Ich hoffe, ihr seid mir echt nicht böse, aber... Boah, guck. Allein schon, guck mal, das ist schon viel schwieriger hier. Aber das alles von vorne jetzt machen... Tut mir leid, Freunde, das will ich nicht. Ach Mist. Okay, ein Bürde haben wir. Mist. Oh nein. Gelegenheit verpasst. So. Ja, aber jetzt müssen diese Feuerbälle erstmal weg, oder? Müssen die auch getötet werden? Tatsächlich. Und wenn ich dann nicht genug, ne, Büschel da hab, dann ist Pech. Gut. Hast gerade noch so geschafft mit ein paar Safe States. Gut, aber manchmal muss man das einfach machen. So, und es geht ins Schloss. Ich denke mal, da es eine ganz schöne lange Weile dauert, machen wir das besser im nächsten Part. Und dann mit voller Energie. Und anscheinend geht es dann hier runter in die Welt. Also, Bergwelt, Schloss im nächsten Part. Und es geht hart weiter. Bis dann.